Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Gothic 2, die Legion. Wir befinden uns zurzeit im Minental tatsächlich. Es ist stockfinster. Ich habe tatsächlich ein bisschen abgewartet, dass es ein bisschen heller wird. Zumindest ein klein wenig, damit wir ein bisschen Sichtweite haben. Wir sind quasi im, ich nenne es mal, im zweiten Abschnitt der Mod. Ja, also im ersten Abschnitt waren wir auf Findaria und haben uns ja, schnell hochgearbeitet zum Soldat des Grafen, und jetzt sind wir halt mit Greg zum Miental geschippert, um die Legion zu finden. Und da haben wir dann erstmal die Quest bekommen, dass wir eine Erzlieferung in die Burg schaffen sollten. Und jetzt tasten wir uns ganz langsam nach vorne. Denn wie gesagt, es ist ja leider doch ein bisschen dunkel. Und ich habe keinen Bock, hier gleich in irgendwelche Ork-Horden reinzurennen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es gameplay-technisch so konzipiert ist, dass wir Orks erstmal meiden sollen. Hier ist wieder so eine komische, unsichtbare Wand. Aus irgendwelchen Blättern. Erstmal ein paar Scavenger. Natürlich kein Problem. Da bleiben wir auch stehen. Im besten Fall wäre es natürlich so, wenn wir schon bei irgendwelchen Lichtverhältnissen wenigstens ankommen und dann noch irgendwo ein Bett finden würden. Ja, weil wir finden hier einfach kein Bett, das ist ein bisschen schade. Also hinten bei den Mollrids waren ja Orks, ne? Aber wir haben ein paar Pilze und ganz laute Insektengeräusche. Okay. So, hier scheint erstmal nichts zu sein. Ich frage mich ja wirklich, wie viel von der Welt hier überhaupt zugänglich ist, beziehungsweise gefüllt mit Leben. Hier unten irgendwelche Gegner. Können wir irgendwas abmetzeln? Könnten ja mal schauen, ob da hinten irgendwas. Ah, da sieht man doch Lurker. Sumpfähnlich hier alles. Da hinten sind auf jeden Fall Orks. Das. Oh, das ist ein Echsenmensch. Uiuiuiuiui. Eigentlich habe ich das noch früh genug gemerkt. Das wäre bitterbös geworden. Müssen wir jetzt zurück durch die Jauche hier schwimmen? So, da hätten wir auch Lurker. Jetzt wird es auch minütlich immer ein bisschen heller. Also nicht minütlich, aber Stück für Stück. Das heißt, wir können vielleicht einen Blick hier in den Wald erhaschen. Ein bisschen zumindest sehe ich ein paar Pilze direkt vor uns. Ich glaube tatsächlich, in der Mod sollen die so grün sein. Ich dachte erst, es wäre vielleicht irgendein Texturenfehler, aber scheinbar soll es so sein. So, wir haben Snapper. Die legen wir doch direkt um. Ganz einfach. Also die Frage ist jetzt nur, wie es hier insgesamt aussieht. Also der Punkt ist, der Held war ja schon hier und hat den Belagerungsring ja im Prinzip auch schon gesprengt. Aber hier sollen ja immer noch überall Ork-Patrouillen rumschwadronieren. Da unten ist ein Feldräuber. Natürlich nur die Frage, wie viele Orks hier noch sind insgesamt drumrum. So müssen wir uns irgendwie. Müssen wir uns irgendwie hinten rumschleichen und dann die Ramme hoch. Also sehr standardmäßig. Bin tatsächlich sehr froh, dass wir hier relativ viele Standardgegner vorfinden. Denn wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, wie wir hier wirtschaften. Ich habe übrigens wieder vom Entwickler einen Kommentar gelesen. Da müssen wir wirklich aufpassen, wie wir das machen. Denn die meisten Lehrer machen wohl nur bis 60. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Das heißt, ich weiß genau, dass wir eben nicht bis sonst was uns einfach hier die Fischsuppen reindonnern können. Sondern wir müssen gucken, dass wir genau 60 Punkte auf Stärke investieren.
Und dann müssen wir mit Equipment und oh, Unkraut, jawohl. Mit Equipment und ja, sonstigen Tränken und Nahrungsmitteln irgendwie schauen, wie wir auf 100 Stärke kommen. Umso wichtiger war es, dass wir die ganzen Äpfel mitgenommen haben. Ich habe nämlich, wie gesagt, das blöde Gefühl, dass wir nicht mehr nach Vindaria kommen. Aber so ganz genau weiß ich es noch nicht. Jetzt, wo man auch mal wieder hier ist, so ein bisschen, ne, wirkt alles sehr trostlos. Ich habe übrigens keine Ahnung, inwieweit jetzt hier das Standard-Minental aus Gothic 2 überarbeitet wurde. Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr hier. Also im Gothic 2er Minental. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwo einen Scavenger gehört. Naja, gut, dann halt nicht. Gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwas finden. Boah, es ist trostlos und dunkel hier. Zugegebenermaßen ist es 5 Uhr morgens, aber dennoch. Wenn man den Berg hinaufläuft, sieht man ja gar nichts. Gut möglich, dass wir sowieso gleich in eine Horde Orks reinrennen, dann hat sich das sowieso erledigt. Der Exkurs. Hinten sieht es relativ leer aus, ne? Ich habe den kleinen Baum hier auch eben fälschlicherweise für einen Gegner gehalten. Razor! Oha! Okay, gegen die hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Leben in den Kampf ziehen müssen. Aber gut, wer rechnet denn mit denen? Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse die jetzt erstmal Razor sein. Und das Erkunden nehmen wir dann in Angriff, wenn es sich lohnt. Sprich, wenn wir auch ein bisschen mehr sehen und vor allem vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet sind. Also wir können die Gegner... Ah, da hinten ist der Scavenger. Bin ich auch nur in die falsche Richtung gelaufen. Das heißt, wir töten die Gegner, die wir auch sehr gut erledigen können. Mit einigermaßen gutem Sichtfeld, so wie hier. Knüppeln wir die einfach um. Ja. Hallo, guten Tag. Uff, da habe ich gerade sehr, sehr billig und blöd geblockt. Töten wir erstmal den Scavenger. Ich meine, es war ein Ork-Speer, ne? Das heißt, theoretisch könnten wir den eventuell sogar besiegen. Könnten wir? Ich weiß es gerade wirklich nicht, ob wir das könnten. Auch erstmal ein paar Brote. Dafür wollte ich jetzt gar nicht groß irgendwie noch, aber was soll's. Wir finden ja ohnehin kein Bett. Aber mich würde wirklich interessieren, wie viel jetzt hier von dieser Welt spielbar ist. Also Gothic 2 Niveau oder... Ne? Also ich würde es schon gerne wissen, wie viel sich hier erkunden lässt. Da schlägt er einfach dreimal zu. Oh, 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 oh. Lassen wir den sein, aber den kriegen wir. Das wäre jetzt einfach nur ein bisschen schade, aber egal. Aber auf jeden Fall Ork-Speer können wir. Ne? Zumindest wenn wir hier 1 gegen 1 Situationen vorfinden dürfen. Gegen 2 wird es brenzlig und mehr als 2, da ist sowieso Land unter. Jetzt gucken wir uns erstmal die Situation hier an. Ne? Also wir haben auf jeden Fall nicht so einen dichten Belagerungsring. Aber Razor. Ach Gott. Das ist doch ein Razor. Ne, das ist ein Drachensnapper. Ich mache einen großen Bogen drum. Gucken wir erstmal, dass wir in den sicheren Hafen kommen.
Und von da aus können wir dann alles andere plätten. Aber die wichtigste Frage ist, wie viel können wir hier betrieben? Oh nein, Waage. Also irgendwie sind Snappern gelangen. Also wie viel von der Welt wir erkunden dürfen können, erleben dürfen können. Was es hier noch alles so gibt. Na, die beiden platt. Aber insgesamt ist es hier dann doch schon ein bisschen ruhiger, ne, als dann in dem Zeitabschnitt, bevor der Held hier gewirkt hat. Ne? Insofern. Haben wir ein bisschen unsere Ruhe vor Orks. Und hier ist unser Weg nach oben. Da bin ich mal gespannt, wen wir hier vorfinden dürfen. Okay, da hinten haben wir. Oh nein. Ach so! Ja, wenn sonst nichts ist. Ist doch beknackt. Wieso so einer? Okay, wie kommen wir an dem vorbei? Tja, das ist eine gute Frage. Ob wir uns an dem irgendwie vorbeischleichen können, wenn wir ganz nah an der Wand laufen? Nee. Okay, wir müssen außen rum. Wir müssen außen rum. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier im Minental auch auf jeden Fall auf eine Menge Gegner noch treffen werden. Wie gesagt, ansonsten würde es ja auch, ah, die Waage, würde es ja auch wenig Sinn machen bezüglich der ganzen Lernpunktkonzepte hier. Also ein bisschen EP müssen wir noch einfahren. Nein, ist der Kerl. Die Gebäudestrukturen, die irritieren halt, weil man direkt denkt, da sind Orks in unmittelbarer Nähe. Sind sie aber nicht. Da oben ist der große Zaun. Das Sumpflager ist natürlich ausgeschlossen. Boah, das war nur ein Mold. Ich habe schon wieder einen Herzinfarkt gekriegt. Knüppeln wir hier erstmal. Um uns abzureagieren. Macht nämlich Gaudi. So. Dann haben wir noch Scavenger, die können wir eigentlich auch noch gleich mitnehmen. Wir müssen nur schauen, wie wir an dieser Ork-Elite vorbeikommen. Aber im Notfall haben wir auch einen Eisblock, auch wenn ich nicht glaube, dass uns das genügt. Also müssen wir gucken, wie wir mit unseren kritischen Ressourcen umgehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob böses Vernichten nur für Untote gilt. Dann, nee, es gibt ja extra Untote vernichten. Also vielleicht könnte mit böses Vernichten auch alle Feinde Innos gemeint sein, sprich eventuell dann auch die Orks. Wir könnten es probieren. Aber oh. Stopp nicht, dass es ein Wag ist. Dann kriege ich einen Anfall. So, gucken wir mal. Das ist nur ein normaler Wolf. Es sind vier normale, fünf normale Wölfe, aber es sind Wölfe. Das war ja eben, also. Das war eine gute Quote eben. Da muss man für 40% sagen, alle Achtung. Da ist nichts zu wundern. Nicht schlecht. So. Sind die auch noch platt? Stehen von einem Level ab. Wir müssen generell mal gucken. Wir haben ja, meine ich, generell schon 55 Stärke, ne? Also auch schon antrainiert. Das heißt, wir können nur noch einmal Stärke lernen. Dann können wir ohnehin nur noch auf Einhand. Das heißt, wir heben uns das auf jeden Fall auf. Und alles weitere, was uns Stärke bringt, ohnehin. Ich nehme diesen Ring der Magie jetzt einfach mal. Ich meine, im Prinzip haben wir uns den rechtswidrig
genommen, aber auf der anderen Seite macht es eigentlich keinen Unterschied. So, da hinten ist die Orkelite, sie scheint allein. Ach, Waage, ich krieg zu viel. Die stehen natürlich direkt vor der Rampe, also beziehungsweise Ramme, die wir als Rampe quasi missbrauchen. Aber jetzt muss ich tatsächlich auch, jetzt verstehe ich, warum die Spielzeit auch mit 15 bis 20 Stunden angegeben ist. Ja, wenn wir nämlich hier quasi das ganze Minental noch mit erkunden dürfen. Oder zumindest Gegner plätten können hier. Ist natürlich ein größeres Areal als einfach nur Findaria. Oder oben ist ein schöner Turm. Los, komm her. Geht doch. Uiuiuiuiui. Nichts zu holen. Das sind Razor. Lass mich doch bitte den Wolf Nichts zu ausnehmen. plündern. Ich, ja. Sehr nette Zeitgenossen. Okay, jetzt haben wir hier Razor, da vorne Waage. Oh Mann. Oh Mann. Gut, notfalls können wir auch irgendwie im Snapperkraut einfach reinrennen. Und wir gucken mal, dass wir es sachlich und systematisch hinbekommen. Solange hier kein Ork ist und das scheint nicht der Fall zu sein, dann könnten wir es doch wirklich von hier aus schaffen, oder? Mal kurz einen Überblick verschaffen. Ja, könnte klappen. Wobei die Ork-Elite da, die gefällt mir nicht. Ah, doch, müsste klappen. Ja, jetzt kann der auch die Klappe halten. Na, er hat es jetzt, glaube ich, gemerkt, aber drauf geschissen. Ach, wir haben es geschafft. Wir sind in der Burg und ich will jetzt erstmal direkt ein Bett. Powernap, Stunde und dann können wir mit allen auch reden. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Bett und will mich regenerieren. Hier ist direkt eine Flasche Wein, die in der Luft schwebt. Ich habe eben gerade das Schnauben eines Schattenläufers vernommen. Und hier sind Legionäre. Perfekt. Ich glaub's nicht. Bei Innos, wo kommst du her? Ich komme mit dem Schiff, der Condor von Findaria. Du scherzt. Das kann nicht sein. Geh doch zur Küste, wenn du mir nicht glaubst. Und du hast es ganz alleine durch die ganzen Viecher bis hierher geschafft? So sieht es aus, ja. Und ich dachte, es gibt keinen Mut mehr auf dieser Welt. Danke, dass du mir das Gegenteil bewiesen hast. So. First things first. Ich brauche ein Bett. Na, verdammt, was willst du? Jetzt teilen die sich hier das Bett oder was? Na, verdammt, was willst du? So. Jetzt können wir auch gerne mit allen reden. Warte mal. Wo finde ich euren Kommandanten? General Erik ist im großen Haus. Du kannst es nicht verfehlen. Er wird dich sicherlich freundlich empfangen. Strapaziere aber seine Nerven nicht. Keine Sorge. Ansonsten hat der Gelion auch noch, oder zumindest im Moment, keinen weiteren Sinn und Zweck. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt sowieso erstmal in der Burg auch umschauen, ob wir ein bisschen was an Zeug finden. Der Legionär da vorne war, den wir schon vorhin begrüßen durften. Also hier ist schon ein bisschen was los auf jeden Fall. Es wird bestimmt auch Hey. Quests geben, bin ich mir ziemlich sicher. Die Legionäre haben allerdings. Oh, der sieht aus wie Lee. Die Legionäre haben allerdings keinen Smalltalk für uns übrig. Ist nicht schlimm. Warum kann ich den schwebenden Wein und die schwebenden Utensilien nicht mitnehmen? Ich glaube, hier fehlt irgendwie ein Tisch oder so. So, die Harion haben wir hier. Ich finde die Rüstung sehr cool. Für Innos. Legionär, Legionär, Legionär.
Vilgai, das war nicht der Typ, der hier stand. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Legionär ohne Namen. Und wen haben wir hier? Uah. Was ist das hier für ein Kasper? Auch nur ein Legionär, Hey. okay. Die Ork-Lieder da unten hat sich beruhigt. Dann haben sie hier den Dingen ausgebessert, den Turm. Oh, ein Dolch und 3 Gold, Wahnsinn. Der Punkt ist, ich weiß nicht, ob sich Schlösser knacken lohnt. Immer noch nicht, keine Ahnung. Bei Findaria gab es da nicht sogar eine Kiste, die verschlossen war, noch gegen Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was auf Findaria noch jetzt alles offen stand. Aber auf jeden Fall, gut, auf der anderen Seite, ich hätte ja auch irgendwo sonst einen Lehrer finden müssen und ich habe ja auch keinen gefunden. Insofern, noch ist zumindest Schlösser knacken keine Option. Vielleicht wird es eine, das weiß ich nicht, je nachdem, was sich hier alles erkunden lässt. Das wird sich dann zeigen. Heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns hier erstmal in der Burg um und reden mal mit den wichtigsten Personen hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.